So, herzlich willkommen zurück hier zur dritten Folge meiner zweiten Staffel des Let's Show Minecraft Survival. Man hat es jetzt auch an dem Lager gesehen, an den Unmengen an Bruchsteinen, die dort unten rumfliegen, dass bei mir wirklich jeder einzelne Stein selbst abgebaut wird. Und er wird nicht nur selbst abgebaut, er wird sogar aufgehoben, eingelagert, denn ich gebe zu, ich kann nichts wegschmeißen. Ich bin ein Minecraft-Messi. Der ganz schlimmen Sorte, tatsächlich. Und, ja, deswegen sammle ich den ganzen Blödsinn. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen hier ein bisschen in die Ferne. Denn dort guckt schon ein bisschen was raus. Dem werden wir uns jetzt mal widmen. Hier laufen auch schon wieder Hunde rum. Ich frage mich gerade. Auch hier, der Weg. Ich weiß nicht, ob der beim letzten Mal schon so war, aber ich glaube nicht. Ich glaube, auch der ist besser geworden. Abgesehen von diesem letzten Eckelchen hier. Das geht noch ohne weiter. Genau, dieses Häuschen besteht schon. Nämlich das Hexenhäuschen. Tatsächlich hatte ich mir ein Hexenhäuschen in den Sumpf gebaut. Noch vor Minecraft auf die Idee kam. Oh, wir könnten doch in den Sumpf Hexenhäuschen stellen. Arschvolle Vorreiter, haha. Ja, hier hat es Kessel mit Wasser in Kesselbundes quasi, läuft hier so durch. Hier ist sogar ein... Sieht das krass aus mit diesem Texturenpack? Voll verwirrend. Halt so ein, hier, Trank-Dingens. Und hier im Keller ist die Bibliothek und hier ist natürlich unser Verzauberungstisch, wo wir machen viele schöne Sachen mit die XP. Schönes Creepy-Bild direkt beim Schlafzimmer. Das passt dann auch hier zur Creeper-Bettwäsche. Und hier unten, noch weiter im Keller, der Kartenraum. Kartenraum deswegen, weil wir hier diverse Karten gerade mal sammeln. Ansonsten haben wir hier Glasflaschen und eine komplette Diamantrüstung. Ein Diamantschwert, Bogen, Spitzhacke, Axt, Schaufel, alles zum Verzaubern, zum Enchanten oben schon mal auf Vorrat. Wir haben ja auch jetzt hier eine Glücksspitzhacke sogar, oha. Und wir haben sogar zwei Diamant-Glücksspitzhacken. Na, holla, uns geht's aber gut, ey. Nun gut, dies erstmal so das Hexehäuschen. Häuschen von der Hexenmutti. So, da hinten gucken schon permanent Türmchen raus, deswegen gehe ich da jetzt auch mal direkt hin. Chronologisch wäre dies nicht das nächste Gebäude gewesen, aber es drängt sich uns förmlich auf, also was wollen wir machen? Gehen wir halt mal hin. Ich war für eine Woche, 10 Tage, weiß ich nicht, in Istanbul und tatsächlich ist diese Kultur faszinierend, kann man nicht anders sagen. Oh, da stehen noch Kisten davor, wie unordentlich. Und da ich hier schon so eine große Kirche habe und damit ja hier in meiner Welt dem Christentum huldige, wenn man so will, habe ich mir gesagt, hey, kommt Gleichberechtigung und warum auch nicht? Wir bauen uns eine Moschee. Und das habe ich dann halt getan. Und ich stehe dann jetzt hier. Wenn man mal in Istanbul war, dann hat man schon mal diverse Moscheen gesehen. Die sind relativ groß und relativ prachtvoll. So sieht das Ganze von innen aus. Also ich habe versucht, nachdem ich in Istanbul war, einigermaßen den Stil zu treffen, wie eine solche Moschee eben gebaut ist. Ich habe hier einen Brunnen in die Mitte gesetzt. Weiß nicht, ob Moscheen so große Brunnen haben in der Mitte. Es gibt, weiß gar nicht, eine, die ich gesehen hatte, hatte zumindest einen kleinen Brunnen in der Mitte des Platzes. Dann haben wir hier diese ganzen Knubbelchens. Normalerweise sind das ja runde Kuppeln, aber da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, Rundbauen in Minecraft. Komplett gemacht aus Lapislazuli, weil die Farbe einfach passend ist. Hier haben wir auch noch Golddächer. Gönn dir, ne?
Ja. Wenn ihr irgendwie, ihr so als Zuschauer, ich sag mal, dem Islam angehört. Das ist ja durchaus möglich und das ist auch voll in Ordnung. Und das kann ja jeder machen, wie er will. Dann könnt ihr mir ja ruhig gerne mal sagen, ob diese Moschee vom Baustil her das angemessen ist oder ob man da vielleicht ein paar Sachen noch hätte anders machen können. So, der Innenraum ist ausgelegt mit Teppich. Ich müsste jetzt eigentlich meine... Komm, hier, wir sind aber ordentlich. Hier, zieh nur mal die Schuhe aus, weil man geht niemals nicht mit Schuhen in eine Moschee rein. Zu meinem Bedauern muss ich feststellen, dass ich hier mit meinem roten Teppich leider noch nicht ganz fertig bin. Das ist irgendwie offensichtlich hier noch leicht im Bau. Hier haben wir so ein bisschen die Kuppel. Und unten... Naja. Da werden wir in der Staffel 3 vielleicht einfach nochmal wiederkommen, um die Vollendung hier zu betrachten. Dann müsst ihr euch dann bis dahin gedulden. Also jetzt kann ich meine, jetzt bin ich draußen, kann ich meine Schuhe wieder anziehen. So. Okay, du D. Viel mehr kann man dann da im Moment noch nicht zu sagen. Vielleicht fällt mir was ein in der dritten Staffel, wenn ich hier nochmal vorbeikomme, weil ich gerade feststelle, dass es hier noch gar nicht fertig ist. Und das gefällt mir ja nicht, wenn das nicht fertig ist. Da fehlen noch so ein paar elementare Punkte, die es da noch reinzubauen gilt. So, irgendwie. Ich stelle fest, dass wir die zweite Staffel sogar relativ schnell abgefrühstückt kriegen. Es bleibt nämlich schon nicht mehr viel übrig. Ein Gebäude haben wir noch. Das versteckt sich da hinter den Bäumen. Und das ist so... Bislang würde ich sagen... Wenn wir vergleichen mit der Kirche... Ja, doch, was jetzt kommt, ist so bislang das größte und aufwendigste und vielleicht auch abgedrehteste Gebäude bisher dieser Welt, deswegen habe ich mir das für den Schluss aufgehoben. Hier geht übrigens auch nochmal der Weg in den Wald. Das machen wir dann zum Ende nochmal, einfach um da dann von oben den Ausblick zu halten. So, und jetzt sieht man es schon, jetzt kann ich es nicht mehr verheimlichen. Herzlich willkommen in Rom. Dies ist mein Kolosseum. Was soll man dazu groß sagen? Im Grunde genommen würde ich fast behaupten, lasst es auf euch wirken. Ein paar Eckdaten, das Kolosseum hat inklusive hier noch diese Außenumrandung. Ein Problem mit Fledermäusen. Nein, einen Außendurchmesser von 100 Metern, 100 Blöcken. Hier hat es für den römischen Kaiser einen kleinen Einlegesteg. Hier habe ich jetzt noch eine Fahrrinne mit eingebaut, damit das Schiff nicht aufsetzt. Damit der römische Kaiser direkt von seinem Schiff aus gerade in das Kolosseum reingehen kann. Kann hier in seine Kaiserloge. Lasst die Spiele beginnen. Kann hier so ein bisschen Daumen hoch, Daumen runter spielen. Und hat hier alles super im Blick. Es gibt hier noch zwei Hebel. Das eine, der eher in die Hebel sagt Wasser, der andere Hebel sagt Tore. Wenn ich hier auf Wasser drücke, ist es schwer zu erkennen, was passiert. Außer, dass man hört, wie es plätschert. Ist hier nur was grün. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine spezielle Aussage hat. Hier auch. Ne, das ist nur die Schwurbelkiste. Oh, das war so wieder aus. Was Tore aussagt, ist leichter zu erkennen. Zack. Hier öffnen sich die Tore. Jetzt kommen wir wieder zu. Womit hängt das zusammen? Das können wir auch gleich erklären. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie viele Sitzreihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9
Sitz rein oder so. Also, doch, das machen wir gar nicht. Komplett einmal rum immer hier zum Sitzen. Hier mit einer meterhohen Rückenlehne und hier dann das kleine Podest nochmal, wo man die Füße abstellt, dann, wenn man hier drauf sitzt. Ein kleiner Absatz, um den Vordermänner nicht gegen den Kopf zu treten und hier dann wieder die Rückenlehne, die Sitzfläche, der Platz für die Füße abzustellen, kleiner Zwischenabsatz und so weiter und so fort. So zieht sich das hier einmal komplett durch. Natürlich ist auch für entsprechende Notausgänge gesorgt. Geht das wieder los hier? Lasst mich! Noch welche, die mich hier nerven wollen? Irgendwo? Nein, alle nicht. Ja, also hier in der Mitte dann an allen vier Seiten gibt es die Treppe natürlich, dass man hier runterkommt und dass man sich dann immer von zwei Seiten aus in die Reihen verteilen kann. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, für wie viel tausend Zuschauer hier Platz ist. Das könnte man ausrechnen, wenn man wollte. Der Durchmesser dieser Sandarena hier liegt bei 50 Metern. Also könnte sich das jetzt ausrechnen. 50 mal Pi. Da ist mir irgendwo bei, weiß nicht, zwischen 150 und 200 Quadratmetern irgend sowas. Jetzt können wir das Ganze jetzt ziemlich viel bald nebendran spähen, ob es noch zu spähen gibt. Nö, hier ist einfach nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist diese Speicherung meiner Staffel 2, meines Let's Show 2, ist nicht ganz aktuell. Aber gut. Das können wir ja mit der dritten Staffel wieder aufholen. Wir können jetzt nochmal eines probieren, denn das Ganze funktioniert hier grundsätzlich auch ganz gut. Ja, ich springe jetzt mal nicht, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir kamen vorhin an einem Wake vorbei. Das sonst haben wir so mit dem rumgelaufen ist. Dieser Weg, hier geht es auch rein in den Wald. Genau, und hier geht es runter. Und zwar in eine Höhle, in eine Schlucht haben wir direkt hier unten. Wir wollen aber nicht in die Schlucht, wir biegen hier ab. Denn das ist hier der Zugang für die... Die Gladiatoren, wenn man so will, hier können die in ihre Arena ringsrum, so weit das Auge reicht, wenn wir als Preisbewusstsein. Überall Leute, die einem zugucken. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Wir sehen hier eine kleine Area. Das ist so eine kleine Spawn-Ebene. Und hinter dieser Spawn-Ebene, da reagiert der Redstone für die Schalte mit dem Wasserstand. Da geht die komplette Reihe runter und ein Schwall Wasser kommt lang und spült alles, was da oben in dieser Spawn-Ebene an Monster rumrennt, eben hier runter. Wir haben hier eine 2 Meter oder 1,5 Meter Kante minimal, so dass die Monster keine Chance haben, da wieder hochzukommen. Und dann sammeln die sich hier und das an allen vier Ecken. Und wenn sie das getan haben, dann machen wir an allen vier Ecken, das ist die zweite Redstone-Schaltung, die separat hier auch einmal komplett im Kreis rumgeht. Das heißt, wir haben hier zwei Redstone-Strecken, die unter den Tribünen einmal im Kreis rumlaufen. Einmal fürs Wasser, einmal für die Tore. Mit dem zweiten Hebel gehen dann eben, hoppla, die Tore auf und und dann kommen da die Monster raus. Das kann man jetzt demonstrieren. Man kann sich aber auch den Spaß gönnen und das einfach so machen, denn die Arena ist groß genug und dunkel genug, dass man gerade nachts
schon seine Ruhe nicht haben wird. Ja, der Vorführeffekt zeigt, es funktioniert. Wir haben keine Monster. Nicht eines. Der ganzen Tricks Arena. Wie sollen wir denn da das Kolosseum zelebrieren, wenn man keine Gegner hat? Ich verstecke mich mal irgendwo. Ich habe wieder Fledermäusli. Geh mal ein bisschen weg. Lass sie da hinten mal ein bisschen in Ruhe. Vielleicht hilft es ja was. Nur nicht zu weit weggehen, sonst spawnt da wiederum auch nichts mehr. So, da geht's auch schon los. Und jetzt beginnt die Arena-Party. Einmal Zombie, zweimal Zombie. Das ist schon alles. Ist ja, ja mächtig öde. Hat sich in den Spawn-Ebenen irgendwie was getan? Ja, auch nicht so. Ja, normalerweise könnte hier in der Arena die Mega-Action abgehen. Aber jetzt gerade haben sich die Viecher dazu entschlossen, eher auf den Tribünen bei den Zuschauern zu sitzen und sich das Ganze selbst anzugucken. Wir haben heute ein paar Creeper zu Gast, die mit Freuden sich ansehen, wie wir hier Zombies schnetzeln. Aber nein, jetzt hat er beschlossen, er will selber mitspielen. Das ist aber nett. Mach mir keine Löcher in die Arena, Freund. Da halte ich ja nichts von. So, mit Pfeil und Bogen ist natürlich auch erlaubt. Hier ist alles erlaubt in der Arena, im Kolosseum. Hier heute Abend Action und Party und Freude. Die Zuschauer, die nicht da sind, sitzen gebannt auf ihren Rängen und schauen zu, wie der kleine Gladiator, der Rhythmiker, hier die nicht vorhandenen Monster schnitzelt. Es ist nicht zu glauben, die können sich kaum noch auf ihren Plätzen halten. Toll. Ich werde von Fledermäusen angegriffen. Das ist ja wirklich an Spannung kaum zu überbieten hier. Also irgendwie das hier so wenig Zweck. Wo steht der Mond? Nirgendwo. Das ist ja aufregend. Ja, eine Nacht im Kolosseum verbringen, das macht Laune, das macht Spaß, das ist aufregend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, das geht hier ab. Die Fledermaus ist aus dem Häuschen. Nein, ist sie nicht, denn sie kommt ja nicht raus aus dem Häuschen. Sie ist immer noch in dem Häuschen, arme kleine Fledermaus. Ja, gut. Ich würde sagen, das war aufregend. Unaufregend. Jetzt muss ich wieder was essen. Tja, kann man dann jetzt halt auch nicht ändern, ist dann so. Hoppla. Gehen Sie mal wieder. So, dann gehen wir hier mal wieder raus und gehen nochmal zurück. Oder müssen wir nochmal zurück? Wir haben es jetzt, glaube ich, gesehen. Ja. Achso, noch ein paar weitere Daten. Der ganze Bruchstein in meinem Lager stammt natürlich aus diesem Bau. Denn, wie man ja eigentlich ganz gut sieht, das hier ist alles ungefähr eine Ebene hier. Alles, was hier runter geht, ist in den Boden gegraben. Das heißt, also nicht einfach nach oben gebaut. Nach oben gebaut ist lediglich hier die Randung aus Sandstein. Der Rest ist hier aus dem Boden gegraben. Das Ganze hat folgendermaßen funktioniert. Diese Kreise sind wirklich, sollte jetzt jemand kontrollieren wollen, keine Angst, sie sind exakt rund. Jeder einzelne Kreis hier, jede einzelne Stufe ist ganz einfach mit Paint
gezeichnet. An den Punkten, wo ich wusste, hier unten beispielsweise 50 Meter Durchmesser, habe ich im Zeichenprogramm Paint einen exakten Kreis gezeichnet, der eben 50 Pixel Durchmesser hatte. Habe mir ganz exakt die Aufteilung aufgeschrieben. Also, Aufteilung heißt in diesem Fall wäre das 2, 2, 3, 3, 6, keine Ahnung, 8, 12, weiß nicht. Ich habe mir das genau auf einem Zettel notiert und das Reihe für Reihe für Reihe für Reihe komplett durch, damit das halt auch eben sauber wird. Ich habe, glaube ich, ungefähr 100.000 Bruchsteinblöcke eingelagert, nachdem ich diese Kuhle hier, Kuhle ausgehoben hatte. Ich weiß nicht, wie viel Sandstein ich verbraten habe, es war einiges. Schon mal gar nicht weiß ich mehr, wie viel Sand ich überhaupt abgebaut habe, denn der Punkt ist natürlich, jeder Sandstein besteht aus 4 Blöcken Sand und eine Sandsteintreppe beispielsweise, da kriegt man aus 6 Sandsteinblöcken 4 Sandsteintreppen, das heißt, da brauchen wir auch noch mehr Sand, auch eigentlich Sand ohne Ende, wie bekloppt und ich weiß nicht mehr, wie viel. Sagen Tausende an Sandblöcken, aber es sind wirklich Hunderttausende von Sandblöcken, die ich für dieses Ding irgendwie in irgendwelchen Wüsten an Stränden und sonst wo abgebaut habe. Wir werden uns das Ganze jetzt nochmal von oben anschauen. Dies hier ist eine Anlehnung an, wie es heißt, Karas Galathon, also an die Heimstätte Galadriels und Celeborns aus dem Herrn der Ringe. Das heißt, wir haben hier ein Haus oben auf dem Baum, wo der Baum selbst noch in der Mitte durchgeht, durch das Dach oben dann wieder rauskommt. Hier oben steht natürlich auch ein Bett und hier ist die Terrasse, wo wir uns dann umschauen können. Wir sehen hier die Kirche da hinten hinter diesem ganzen Wald, guckt die Moschee raus, die leider noch nicht ganz fertig ist. Wir sehen das Badehaus mit dem Wasserturm. Da hinten der Tempel, das Lagerhaus, der Leuchtturm. Hier noch die Wassermühle, die Windmühle versteckt sich da hinten. Die sauber angelegten Felder, Gärten und das Haupthaus. Hier guckt noch so ein bisschen der Bahnhof raus. Und hier drüben jetzt nochmal zum Abschluss das Kolosseum nochmal von oben. So sieht es aus, so steht es dort in seiner ganzen Pracht. Und ich glaube, ich kann zu Recht behaupten, dass dieses Ding hier in seiner Größe und seinem Umfang und seinem Aufwand diese Kirche, wenn ich auch noch so stolz bin auf sie, ein kleines bisschen in den Schatten stellt. Ja, hier ist ganz viel Wald. Ist ansonsten irgendwie nichts mehr. Da läuft ein Schwein im Wald herum. Interessante Sache. Tja, das ist dann soweit hier schon diese Gegend. Da guckt noch die Fischer wieder raus. Und hier oben haben wir natürlich dieses Baumhaus. Und da auch oben dann noch der Baum raus. Hier runter zu springen ist machbar. Mit der Diamantrüstung, die wir haben, kann man das sogar überleben, aber normalerweise ist das eine Tat, die man nur einmal verübt, wollte ich sagen. Tja, und mit dieser Aussicht, mit diesem Blick einfach auf dieses Kolosseum, so lassen wir das mal stehen, beende ich an dieser Stelle diese dritte Folge der zweiten Staffel. Eine kleine Folge werde ich, glaube ich, noch dranhängen. Vielleicht wird diese kleine Folge auch eine größere Folge. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Das werden wir dann sehen. Ansonsten kann man über diese Staffel schon gar nicht mehr so viel sagen. In wenigen Folgen abgefrühstückt, aber dafür wenigstens viel gesehen.
So haben wir in der ersten Staffel in 6 Folgen wenig gesehen und jetzt in der zweiten in 3 Folgen viel gesehen. Und das kann ich soweit versprechen. Es wird kein Ende nehmen. Wobei das hier, glaube ich, erstmal das Beste wird, was ich zu bieten habe. Geschmackssache. Ich mag mein Kolosseum. Oh gut, wie auch immer. Ich verplapper mich. Es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal dann einfach. Ja. Da ist der Würfel gefallen.